Willkommen, willkommen, willkommen. Jetzt geht das schon wieder los. Wir haben einen neuen Begrüßungsbildschirm. Auf dem Schirm wird angezeigt, vielen Dank, dass Sie eine Kopie gekauft haben. Sie können dies jetzt über Steam tun. Wir haben den Link auf unserer Website und wir haben endlich crushdepth.com. Es dauerte eine Weile, um zu verhandeln, da der Domainname etwa 20 Jahre lang besetzt war. Aber jetzt haben wir es. Also crushdepth.com, hol dir eine Kopie des Spiels. Los geht's! Wie immer freue ich mich sehr über die Änderungen, die in der letzten Woche stattgefunden haben. Werfen wir einen Blick auf die Flak-Szene und sprechen über einige wichtige Änderungen. Eine der größten Änderungen ist die Überarbeitung des Inventaris-Systems und die Hinzufügung einer Leica-Kamera. Wir haben jetzt eine Kamera, mit der Sie Screenshots machen können. Diese Screenshots befinden sich in meine Dokumente, meine Spiele, Crash Depth und dann haben wir einen Unterordner für die Kamera. Wenn Sie dieses Projekt also wie einen Korrespondenten spielen möchten, fahren Sie fort. Wir werden mit dieser Funktionalität auch einige Herausforderungen hinzufügen. Wir haben alle diese Interaktionen aktualisiert, um das Löschen von Elementen in der realen Welt zu unterstützen. Das sollte bald möglich sein. Der Grund, warum wir dies tun, ist, dass wir möchten, dass Sie Dinge wie Bücher aufheben können. Sie können sie lesen, aufheben, wegwerfen und so weiter. Wir haben auch wieder viel von der Geometrie und Physik optimiert. Wenn Sie nun diese Patronenhülsen sehen, sehen Sie, wie gut sie miteinander und mit der Welt interagieren. Sie sind auch dauerhaft. Wenn jetzt jemand hereinkommt, kann er sie sehen. Alles klar. Schauen wir uns die andere Szene an und sprechen wir ein wenig über die Veränderungen dort. Sie werden sehen, dass der Ständer oder Pylon oder Halter für die UDF jetzt bereit ist. Wir können auch sehen, wie die relative Peilung abgelesen wurde. Wenn wir die UDF verwenden und ein wenig drehen, können wir sehen, wie das Modell die neue relative Peilung anzeigt. In diesem Fall ist es 30 Grad Steuerbord. Hier sehen wir einen kleinen Schalter, um die Helligkeit des Fadenkreuzes zu ändern. Bei nächtlichen Angriffen können wir die Helligkeit erhöhen. Es wird ein fluoreszierendes Gelb. Sie werden auch feststellen, dass sich der Schalter bewegt hat. Jetzt zeigt es nach oben und wenn ich es dann etwas nach unten drehe, werde ich sehen, dass das Fernglas reagiert. Die Platzierung auf dem Ständer oder Halter oder Pylon ist ebenfalls abgeschlossen. Die Drehung ist sowohl vertikal als auch horizontal genau. Sie können sehen, wie schön diese Modelle zusammen aussehen. Diese befinden sich also in der Vollversion des Spiels auf dem U-Boot. Wir haben auch Delfine, sowohl hier als auch im Flak-Szene. Sehr gut, dann gehen wir ins Museum. Das Museum hat eine ganze Reihe von Aktualisierungen erhalten. Wir haben wieder viel optimiert, was zu besseren FPS geführt hat. Für die niedrigeren Einstellungen können wir die Texturen gegen einfache Versionen austauschen. Wir haben auch neue Grafikoptionen, einschließlich der Hinzufügung von Volumetrics.
Wenn Sie das ein- und ausschalten, können Sie sehen, welchen Unterschied es in der visuellen Qualität macht. Es sieht fast aus wie ein Nebel, der von den Lichtern herabkommt. Wir haben einen neuen Eingang zum U-Boot, aber zuerst möchte ich Ihnen die neuen Vitrinen zeigen. In den Vitrinen zeigen wir neue Artikel, die modelliert und einsatzbereit sind. Wir haben auch eine Beschreibung, die von Ihren Spracheinstellungen abhängt. Sie werden sehen, dass sich die Beschreibungen auch dynamisch ändern, wenn ich die Spracheinstellungen ändere. Daran wird noch gearbeitet. Unser Ziel ist es, alle Übersetzungen innerhalb der nächsten ein oder zwei Wochen fertigzustellen. Die Sprachen, die wir jetzt voll unterstützen werden, sind Deutsch und Englisch, und weitere Sprachen werden folgen. Hier haben wir einen Sextanten und eine Kamera. Und hier haben wir einen Abschnitt über Forschung. Wir möchten den Menschen zeigen, welche Art von Informationen zu unserem Projekt kommen und wie wir daraus Modelle erstellen und so weiter. Zum Beispiel sehen Sie hier einige Bücher, die wir als Referenz verwenden. Wir werden weitere davon sowie weitere Beschreibungen hinzufügen. Und vielleicht auch ein Teil des Inhalts. Auf diese Weise erhalten Sie eine bessere Vorstellung vom Prozess, vom Referenzmaterial bis zum In-Game-Model. Die Lok hat neue Texturen. Es hat jetzt auch einen eigenen Raum, den wir erweitern können, wenn wir an verschiedenen Maschinen wie dieser Lokomotive arbeiten. Das Museum hat jetzt viel mehr Platz. Wir haben den Bachstelzer von der Decke gehängt, damit er nicht mehr im Weg ist. Die UZO kann auch im Museum verwendet werden. Weitere neue Texturen. Wenn wir in das U-Boot einsteigen, werden Sie feststellen, dass wir auch die Texturen an den Geländern und Treppen geändert haben. Wir werden viele davon ändern, um sie für die Demo-Version fertigzustellen. Wenn Sie jetzt in das U-Boot steigen, werden Sie sehen, dass es einen viel schöneren Übergang von außen nach innen gibt. Und ein schöner Übergang, wenn wir auch wieder nach draußen gehen. Schließlich haben wir die Beleuchtung aktualisiert. Sie können das Filament tatsächlich in den Glühbirnen sehen. Viele dieser Modelle werden wir in den nächsten Tagen und Wochen ändern, um uns auf die Demo vorzubereiten, einschließlich dieser Schreibtische und so weiter. Unser Ziel ist es, eine schöne Demo zu erstellen und mehr Unterstützung für das Projekt zu erhalten. Wir arbeiten an einem Mäusekurs. Wir möchten den Leuten einige Aspekte des Spiels zeigen und einer davon bietet die Möglichkeit, Morse zu lernen. Wie immer, vielen Dank, dass Sie sich das Update-Video dieser Woche angesehen haben. Für die kommende Demo werden wir einige Livestreams ankündigen, die ebenfalls in Vorbereitung sind. Wir werden Sie nächste Woche zusammen mit einigen anderen Veranstaltungen darüber informieren. Bis zum nächsten Mal.